Hallo alle zusammen, Carlo Vendez ist wieder hier mit SCP Containment Breach und ohne lange rumzuschnacken, gleich rein hier. SCP-1025 is a hardcover book, approximately 1500 pages long. The front cover, das war zu schnell, da bin selbst ich nicht hinterher gekommen. Readers of the book seem to exhibit symptoms of any disease they read about. The effect can take between underline and long underline hours to manifest. Unten rechts sehen wir es. The Encyclopedia of Common Diseases. So, gucken wir mal. Wo waren wir stehen geblieben? Genau, in der Entrance Zone. Und Doc und Billy irgendwo nearby. Und Nine-Tailed Fox ist in the facility. Und ich trage den Ring. Would like to advise all surviving personnel once again, do not attempt to reach the exits. Either find a safe area or go into one of the many evacuation shelters inside the facility. Okay, der Kreis wird kleiner, der Dock ist hier irgendwo in der Nähe, das ist nicht cool. Hi Doc. Na, ich sag mal gut, was heißt nicht cool? Der Doc ist an sich ja gar nicht schlimm. Ich habe ja den Ring an, da passiert mir nichts. Von daher würde ich sagen, wollen wir mal munter drauf los. Naja. Ich mache trotzdem mal die Karte auf, um zu gucken, ob Billy hier irgendwo in meine Nähe kommt und... Ach, hier kann man eine Treppe runter. Nee. Da will ich aber nicht runter. Und oh, Billy nearby. But where? Wo, Billy? Wo? Ich höre hier Schritte. Das ist garantiert jemand von Nine-Tailed Fox. Oh nein, das gibt's nicht. SCP-966? Bitte wie? Wie bist denn du von der Heavy Containment Zone hierher gekommen? Das ist ein Witz. Und oh Mist, ich gehe in die falsche Richtung. Da war ich jetzt überhaupt nicht drauf vorbereitet. Hier geht's zurück in die Heavy Containment Zone. Ne, da will ich nicht hin. Ey! Announcement to all personnel. The lift to Gate B has been locked down to ensure the safety of the upper areas of the facility. Please remember to stay inside the evacuation shelters until the facility has been secured. Okay, also Gate B wurde gelockdownt. Das habt ihr ja gerade gehört. Oh nein. Oh, hi Billy. Hi Billy. Oh oh. Oh, oh, ja, ist okay. Wo ist er? I think this is a dead end. Ich habe das Gefühl, hier alles falsch gemacht zu haben. Subject D9341. Report to the nearest mobile task force unit for retrieval of several high importance objects. Okay. Also, die haben mich jetzt gefunden, ihr habt's gehört. Subject D9341 oder 9431. Please report somewhere. Also, die haben mich gefunden. Oh, noch eins. Oh Gott. Und da ist noch eins. Aber das gefällt mir hier gar nicht. Und der Doc ist auch irgendwo in der Nähe. Aber wo? Ne, Leute, das war nicht der Deal. Wir hatten eigentlich was anderes abgemacht, Leute. Der Doktor ist mir auch auf den Fersen, aber wo genau? Das Ding ist, ich weiß, wo ich hin muss. Ich weiß, ich muss da mehr so auf die linke Seite und der kann wieder weg. Ich würde gerne ohne die Night Vision Goggles rumlaufen, aber kann ich nicht.
441 designated for termination. Na klasse, jetzt haben sie mich zum Abschluss freigegeben. Nochmal, also. Ihr habt's gerade gehört? Ihr habt's gehört, designated for termination, also jetzt haben sie mich zum Abschluss freigegeben. Das bedeutet, wenn Nine-Tailed Fox mich findet, dann dürfen sie mich abschießen. Das gefällt mir überhaupt nicht. Folgender Plan, ich will jetzt hier innerhalb dieser Heavy Containment Zone, ich gucke fast nur auf meine Karte unten rechts, nach links durchlaufen, nach Nordwesten und jetzt den nächsten Eingang auf der rechten Seite nehmen. In der Hoffnung, dass Billy dann nirgendwo ist. Der Doc war mir auf den Fersen, aber ich habe ihn nicht gesehen. Von daher bin ich mir dann nicht ganz sicher. Hi Teddy! Wo genau der abgeblieben ist. Und ich bin mir überhaupt auch nicht sicher, wann ich hier auf Nine-Tailed Fox treffe. Was da unten auf uns wartet. Ein Büro mit ein paar Servern. Nothing happened. Da drin wird es wahrscheinlich nichts Interessantes geben. Dann wieder hoch. Das Einzige, worauf ich wirklich nicht vorbereitet war, war 966, also die unsichtbaren Viecher, die mir hinterherlaufen. Da unten ist... Oh Gott! Hi! Und oh, Doc und Billy sind auch hier in der Nähe. Oh, Billy Boy! Wow. Wow. That was way too close. What do we have here? Nothing happened. Oh Gott, nee. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir überhaupt nicht. Also, wir haben... Und warum slide ich hier gerade runter? Wir haben... den Doc in der Nähe. Billy in der Nähe. Ich weiß nicht, wo Gate A und Gate B sich befinden. Und... ich würde sagen, nach da ganz links müsste ich. Da dürfte bestimmt ein Ausgang sein. Gut, der Doc ist kein Problem. Hi, Billy. Oh, I tricked you. Where are you? There you are. Oh, you went there. I have to go backwards, close the door, and the dog has to be here somewhere, but I cannot find him. Da ist er drinne. Oh, fuck! Oh, Gott! Entschuldigung. Verzeihung. Nein. Ah, ich habe den Ring nicht aufgehabt. Ah, verdammt. Hm. Ich sehe es gerade, weil unten links meine Ausdaueranzeige hochgeht. Ich glaube, ich habe den Ring nicht aufgehabt. Ich glaube. Ich weiß es aber nicht. Habe ich ihn aufgehabt? Ich kann mich wirklich nicht dran erinnern. Auf jeden Fall sorry, dass ich euch schon wieder so vollgebrüllt habe. Und ich muss kurz überlegen. Also, die Viecher sind hinter mir her. Billy taucht da auf und nach links will ich weg. Ja, nach links will ich weg.
Hi Doc, den Ring habe ich an. Ja. Und hast dich von so einer scheiß Tür aufhalten lassen. Da will er super cool hier die Heilung sein. Medical Bay, nee, da will ich nicht rein. Conference Room. Tesla Gate. Don't look at me. Oh Gott, nein. Containment Chamber von 966, von 096. Der Doktor kommt mir näher. Ich habe das Gefühl, dass das hier eine richtige Scheißaufnahme wird. Bei allem Respekt. Habe ich den Ring an? Ja, habe ich. Doc! Mal, schaffst du es nicht? I'm not afraid of you. But I think you are not afraid of Tesla Gates, yep. He's right behind me. Oh, hi. Oh, nicht du auch noch. Oh, fuck. Hier ist Billy irgendwo in der Nähe. Tür zu. Oh, verdammter Müll. Och, Leute. Das habe ich mir so nicht vorgestellt. Das habe ich mir so überhaupt nicht vorgestellt. Hallo, 966. Hi, Doc. No, leave me alone, please. Doc, pretty please. Jetzt habe ich ihn erstmal abgehängt. Ich habe nicht mal ansatzweise eine Ahnung, wo ich hin muss. Nicht mal ansatzweise. Doch, ich habe eine Idee. Ich muss leider die Night Vision Goggles anlassen. Es nützt nichts wegen der 966 Instances, die mir hier immer auf den Fersen sind. Ich muss wirklich kurz überlegen, wo könnte denn hier wirklich ein Ausgang sein? Ne, hier nach links will ich nicht, das bringt mir nichts. Hier ist der Computer, wir gehen mal noch zum Computer. Ne, dich lasse ich an. Wer weiß, wo hier diese 966-Instanzen sind, da habe ich keine Lust drauf. Überraschen mich überall, würde mich nicht wundern, wenn die auch hier hinkommen. Auf jeden Fall müsste eigentlich, da ich die Remote Door Control deaktiviert habe, die Tür hier aufgehen. Ja. Gut. Kann man hier mit dem... Oh, darauf war ich nicht vorbereitet. Electrical room and put the tech on. Under them,
I have no business speaking to you. Okay. Oh, hi. Er hat uns im Endeffekt darauf hingewiesen, dass wir die Remote Door Control wieder aktivieren sollen, weil er dann die Kontrolle darüber hat, Gate B, was gelockt wurde. Ihr habt es vorhin vielleicht gehört. Da kann er wieder unlocken und dann könnte ich zu Gate B rausgehen. Das Problem für mich ist erstmal, ich habe ja in der Folge, wo ich hier fast nur im Kreis gelaufen bin, ja nicht mal ansatzweise rausgefunden, wo Gate A und Gate B sein könnten, nur wo sie nicht sind. Ich würde versuchen, in der nächsten Folge, ich will erstmal gucken, wie nah mir der Doktor ist. Ja, so nah ist er mir gar nicht. Wie gesagt, der Doc ist ja kein Problem. Was mich nur immer stört, sind Billy und die Instanzen von 966. Hi, Doc. Wie gesagt, Doc, you're not a problem. Ja, Billy. Okay. So. Ja, Billy, mach ruhig deine Tänze. Ich werde so machen. Ich werde den Schlachtplan für die nächste Runde machen. Dem Doc entkomme ich, so wie immer. Es ist mit dem Ringer kein Problem. Und werde... Ich bin mir nicht sicher, gehe ich nochmal den Weg nach rechts oder nicht? Ich habe in der Folge ja überhaupt gar nichts hingekriegt. Ne? Mit dem Computer habe ich gesprochen, aber muss ich... Ich weiß nicht, ob ich das zwingend machen muss oder nicht. Den Electrical Room hatte ich gefunden. Der ist weiter oben gewesen, von meinem jetzigen Standpunkt aus. Ein paar andere Räume bin ich abgelaufen. Ich glaube, ein oder zwei Räume hatte ich jetzt noch nicht gehabt. In denen man eventuell noch was machen kann. Aber wirklich bloß diese ein, zwei Räume. Mehr ist da nicht. Von daher, ich werde versuchen, in der nächsten Episode nochmal auf den Weg, der sich hier östlich bzw. rechts befindet, zu gehen, um zu schauen, was ich da finden werde. Bis dahin lasse ich euch alleine hier mit dieser Musik, diesen Geräuschen und natürlich unserem lieben Freund, dem Doktor. Mal gucken, ob er noch was zu sagen hat. Na, ich denke mal ja. Insofern safe und mal gucken, ob uns der Doktor was zum Abschied sagt. Ich sag schon mal tschüss. Hallo. So. Jetzt aber. Tschüss.